Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen endlich zu meinem versprochenen, 200 Abonnenten-Special. Kommt ein bisschen spät, ich bin jetzt schon bei 250 Abonnenten, das geht ja ratzfatz hier in letzter Zeit, was die Abonnenten angeht. Deswegen nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch alle, liebe Leute, dass ihr mich so gut unterstützt. Deswegen habe ich ja gesagt, wir wollen ein paar Spiele bringen, ein paar Gameplay-Videos will ich bringen, und da sollt ihr dann halt entscheiden, von was ich eigentlich ein dauerhaftes Let's Play-Projekt machen werde. Ich habe jetzt vor allem auch gut ausgewählt, was ich gut aufnehmen lässt. Ich habe natürlich schon einige Aufnahmeproben hier gemacht, vor allem bei diesem Spiel, damit ich es vernünftig aufnehmen kann. Ja, wir spielen heute erstmal Dragon Ball Z Budokai 2. PlayStation 2 Spiel. Jeder kennt die große Dragon Ball Saga. Es war einfach ein Teil unserer Kindheit, beziehungsweise von meiner Generation. Ein Teil unserer Kindheit, ich weiß nicht, ob ein paar Ältere werden das sicherlich noch oft geguckt haben. Dragon Ball Z, das war einfach die Serie. Jeden Tag, 19 Uhr, Doppelfolge Dragon Ball Z bei RTL 2. Da lief noch was Vernünftiges auf RTL 2 und nicht hier wie Berlin Tag und Nacht und so ganzen Pibbelkram. Berlin Tag und Nacht ist voll geil, Alter, was soll das? Ja, nee, finde ich nicht. Meine Meinung, da sollen sie mir wieder Dragon Ball Z bringen. Aber jetzt haben sie die auch sonntags wieder abgesetzt. Naja, wie gesagt, Dragon Ball Z Budokai 2 ist ein Spiel, was ich gerne Let's Playen würde, was mir Spaß machen würde. Ich muss da irgendwie reinfinden. Die Dragon Welt, also der Story-Modus, ist richtig toll. Den werden wir aber, glaube ich, erstmal noch nicht durchnehmen, denn das werden wir dann im Let's Play-Projekt sicherlich machen. Wir werden heute einfach nur ein ganz normales Weltkampfturnier starten. Ja, der gute Ringsprecher sagt da an. Anfänger, mehr habe ich noch nicht freigespielt beim Turnier. Ein Spiel natürlich auch. Ja. Ich würde einfach mal demonstrieren, wie das Ganze funktioniert. Das sind die Charaktere, die ich in diesem Spiel schon freigespielt habe. Wir werden einfach mal mit den Good Old Son Goku, Good Old Goku spielen. Im angepassten Modus, denke ich mal, da gute Skills. Und wenn wir schauen, wen wir hier im Turnier kriegen, wir werden hier einfach mal fix einen Turniersieg einfahren. Das ist gut, würde ich sagen. Ja, das ist das übliche Turnierzeichen. Dragon Ball Z Budokai 1 habe ich auch noch im Angebot, das finde ich jetzt aber nicht so interessant, das kann ich vielleicht nach diesem Projekt bringen, den ersten Teil. Ich finde die Story hier recht ansprechend. Ja, halt die Klappe da im Hintergrund. The World Tournament will now begin, und wir kämpfen gegen Freezer, und im Halbfinale, da sage ich mir einfach ganz voraus, kommt Vegeta ran. Krillin, das ist sowieso, also jeder, der Dragon Ball Z kennt, der sollte... Aber wer Dragon Ball Z nicht kennt, der muss, dem würde ich sagen, schämt euch. Schämt euch echt, da habt ihr echt was verpasst. Schämt euch, Leute. Guckt euch die zuvor an. Oder googelt. Guckt bei YouTube Ausschnitte. Das ist einfach toll. Das ist einfach eine tolle Serie. Freundschaft, gut und böse. Action, lustig sein. Ach, hört mir auf. Ich weiß gar nicht, was ich erklären soll. Wer das Spiel nicht kennt, das ist einfach ganz ordentlich. Man spielt so... Ja, 3D-Grafik ist es schon relativ. Was PlayStation 2 angeht. Ja, und dann sehen wir einfach gleich, wie die kämpfen werden. Wir werden jetzt eigentlich Kämpfe haben. Hier haben wir im Ring. Freezer, natürlich wird man nicht immer nur im Ring kämpfen, sondern auch überall wird man kämpfen. Hier im Ring ist aber der Vorteil, wenn man ihn aus dem Ring schmeißt, hat man gewonnen. Ansonsten natürlich, bis die Lebensanzeige da oben leer ist. Mit Viereck hauen wir zu. Mit Dreieck treten wir. Ansonsten, ja, die Steuerung, die werden wir welche im genauen Let's Play nochmal erklären. Ich will einfach euch dieses Spiel zeigen, wie es läuft, wie ich... Na gut, kann, tue ich es nicht mehr wirklich. Ja, mit ein paar Kass-Kombinationen kriegt man dann auch ein Kamehameha hin oder sowas ähnliches. Mittlerweile kann ich mich auch verwandeln, genau. Na, ich wollte mich verwandeln. Hallo? Frieza? Jetzt bin ich mal mit Super Saiyajin. Kennt ihr natürlich auch noch. Wer das nicht kennt, der hat gesagt, was verpasst. So, komm schon. Ich krieg diesen blöden Freezer nicht klein. Und mit X kann man übrigens blocken. Macht der Typ das auch. Und ich habe wieder eine Kass-Kombination gemacht. Und deswegen können wir jetzt hier sowas machen. Und dann müssen wir mit dem Analogstick das hier voll drehen. Und ich habe es hingekriegt. Jetzt kann man den da richtig abknallen, ne? Da haben wir es. 7, 8, 9 Hits und noch ein 10. hinterher. Jawoll. Haben wir es doch. So, ist gerade noch ein kleiner Frame-Einbruch mit Lags, aber das legt sich gleich wieder. Müsste sich gleich wieder legen. Solange hau ich mal Freezer kaputt. Zack, da ist er tot. Ohne aus dem Ring reinzuschmeißen. Also, ein Perfekt haben wir natürlich nicht hingekriegt, aber. Ja, was soll's. Son Goku als Super Saiyajin, da werden die Haare blond, wer es nicht kennt. Ja, das sind natürlich auch wieder Spiele, wo ich viel bei labern kann, aber ich glaube, wenn es in den ernsthaften Kämpfen geht, da kann ich nicht labern. Oh, what the fuck? Krillin! Krillin schlägt Vegeta! Wie hat er das denn gemacht? Wie hat Krillin denn Vegeta geschlagen? Unglaublich! Und ja, C17 schlägt Videl und Trunks, Kid Trunks schlägt C20.
Also ein Cyborg ist noch drin. Ich würde sagen, Trunks im Finale jetzt einfach mal. Und jetzt geht's gegen Son Gokus besten Freund gegen Krillin. Krillin versus Goku. Das ist natürlich die Englischsprache. Man kann auch die Japanischsprache einstellen, aber ich finde die Englischsprachen besser. Die Japanischen sind mir ein bisschen zu hoch. Da hat Son Goku eine Frauenstimme. So komisch redet er da. Guck mal, Krillin muss richtig hochgucken. Der wird jetzt erstmal... Nee, Krillin nicht. Oh, seine Energiediskurs oder wie das Ding hieß. Und schon wieder ein Frame-Einbruch. Ich liebe es. Ich liebe es, liebe Leute. Ja, das nehme ich gerne als Ausrede, wenn ich verkacke. Und ich merke, dieser Krillin, der kann nichts anderes. Deswegen werden wir den mal fix aus dem Ring schmeißen. Nein, nicht du mich. Du, wir dich. Oder ich dich. So. Na. Ach, Mann, das wollte ich doch gar nicht tun. Das wollte ich doch gar nicht tun und schon wieder. Ach, Mann, das ist einfach. Ich glaube, man soll es mit einer Luxig machen, aber ich mache es mal mit zwei und dann geht schneller. Von daher kriegt man da doch mehr Hits hin, ne? Das ist doch herrlich, sowas. Ja, das ist herrlich, sowas. Er steht natürlich viel zu früh auf, dieser Vogel. Ne, bitte. Ich bitte dich. Glatzkopf. Potenzial verfügbar. Oh Gott, das hat sein Potenzial freigesetzt. Ich fasse es nicht. Jo, was? Ja, nicht getroffen. Hahaha. Ich verwandle mich jetzt auch mal in den zweifachen Super Saiyajin. Gibt natürlich noch einen dreifachen. Den vierfachen gibt es auf diesem Spiel nicht. Falls ihr das fragt, der vierfache ist ja auch von Dragon Ball GT. Und GT war ja nicht so schön, ne? Kennt ja jeder. Die ganze Geschichte da. So. Den schlagen wir, glaube ich, doch wieder. Ohne ihn aus dem Ring schmeißen zu müssen. Ach, da ist er schon tot. Ne, tot ist er nicht, aber er ist K.O. Hat uns aber deutlich mehr zugesetzt als Frieza. Jetzt haben wir noch zwei V-Super-Zeichen, ihr merkt, die Frisur hat sich bestimmt ein bisschen verändert, ja. Also im Story-Modus, wie kann man das sagen, da spielt man so quasi wie so ein Spielbrett. Diese Schachfiguren, spielt man das da in der Schachfigur nicht unbedingt. Mensch, ärgert dich nicht so ungefähr. Wenn man auf ein Feld mit einem ist, dann muss man den anderen rausschmeißen. Aber wird erst gekämpft. Recht lustig gemacht, die Charakter frei zu spielen ist einfach ein ganzer Anreiz. Wenn ihr Bock habt, mich dabei zu unterstützen, mir dabei zuzuschauen, dann sagt Bescheid. Und jetzt liege ich natürlich wieder falsch. Jetzt hat natürlich Trunks verloren, jetzt kämpfen wir gegen die 17. Na denn. The final round starts now. Goku versus Android 17. Android 17, das ist die neueste Version von vom Android Smartphone. Android 17, merkt euch das, Leute. Also. So, also beim Kampf geht die Framerate doch immer ein bisschen weiter runter. Das ist natürlich sehr schade. Und das ist jetzt das Finale dieses großen Turniers. Bei höheren Schwierigkeitsgraden sind natürlich mehr Teilnehmer dabei. Weiß aber nicht, wie man sich die jetzt genau freispielen soll. Ich glaube, die muss man sich frei kaufen. Und dieser hässliche Cyborg blockt natürlich ständig. Ja, du fühlst dich cool mit deinem Geblocke. So, also der schwächt uns natürlich gerade hier viel mehr. Da muss ich mich gleich wieder ein bisschen besser bei konzentrieren. Oh, wir sind gleich aus dem Ring raus. Wir sind gleich aus dem Ring raus. Oh. Oh Gott, nein. Oh Gott, ja, da muss man natürlich an dieser Stelle auch immer ganz schnell die Sticks drehen, damit man hier weiter gewinnt und fliegt da raus. Nein, wir sind in der Mitte des Rings. Ja, das wurde nix durch diesen Frameraten-Einbruch wieder. Das ist natürlich die Schwierigkeit bei beim PS2-Emulator. Oh, und schon wieder, ich fasse es nicht. Ah, Sticks drehen, Sticks bewegen. Oh nö, das gibt es nicht. Jetzt wird mein Arm aber langsam lahm. Das ist wirklich super, dass das jetzt immer dreimal hintereinander kommt. Und da kommt schon. Oh, fit's bald. Jetzt haben wir den auch noch verloren. Oder ich hab den verloren. Ja.
So, zweifache Superzeichen, jetzt geht die Party ab hier. Nein! Nein, ich hab verloren! Ach nein, ich verliere das Turnierfinale im zweifachen Super Saiyajin-Modus. Nein! Das war natürlich auch sehr schwierig gerade. Vor allem, weil das dann in der Stelle immer anfängt zu lecken oder so ein Frame-Einbruch kommt. Ja, das benutze ich diesmal gerne als Ausrede. If bad you lost. Och, man kriegt sogar Geld als Zweiter, das ist doch gut. Ja, zum nächsten Turnier. So, das war ein kleiner Gameplay-Eindruck. Man kann ja noch kurz einen Eindruck von der Dragon-Welt gewinnen. Ich zeige euch den mal. Wie, ich weiß gar nicht, wo ich bei diesem Speicherstand bin. Ich habe das Ewigkeit nicht mehr gespielt. Guck mal an. Ach, wir sind hier. Es geht, nee, das wollte ich nicht. So, da haben wir, da sehe ich Vegeta. So, genau. Ah ja, hier so. Ähnlich ist aufgebaut, so ein Schach, na, Schachbrettmäßig nicht, aber ja, ihr wisst schon so ungefähr, was ich meine, ne? Also, dann kämpft man halt gegen Buu. Und Freezer und Cell, die ruft ja immer wieder ins Leben zurück, irgendwie so. Das ist ganz komisch gemacht, aber recht lustig auch gemacht. Ja, Leute. So ist das Story-Modus-Ding aufgebaut. Dann geht es immer wieder in den Kämpfen. Ihr seht, die haben auch so komische Lebensanzeigen. Wir holen uns mal sowas hier. Guck mal, dann springt der so umher. Nur Son Goku ist eine echte Figur. Hört sich auch ziemlich cool an. So, dann macht er das, genau. Dann haben wir einen Skill gekriegt und eine Kapsel gehalten, ne? Saiyajin Blue, ja, das kann man dann halt verwenden, um höhere Abwehrkräfte oder Angriffskräfte zu bekommen. Würde ich dann im Let's Play nochmal genauer erklären, natürlich. So, dann schauen wir uns mal die anderen an. Guck, die haben auch so einen... Jeder darf einmal spazieren. Vegeta nähert sich da an. Die haben auch zwei Balken, das heißt zwei Leben haben die. Zwei muss man die bekämpfen, damit die tot sind. Cell zum Beispiel hier nur einmal. Buu hat, glaube ich, drei. Genau, so ist es. Also, ja, damit ihr Bescheid wisst, wie das im Story-Modus aussieht. Und man darf sich immer wieder andere Charaktere aussuchen als Partner. Son Goku spielt man immer, auch wenn er in Wirklichkeit mal tot war. Aber ist ja nicht so schlimm, ne? Also, Leute, das war mein kurzer Einblick. Ich habe einen kleinen Einblick gegeben vom, ja, vom Weltkampfturnier. Wenn ihr Bock habt, dass ich das Spiel als festes Let's Play einbaue, dann schreibt's in die Kommentare. Es werden in den nächsten Tagen noch weitere Videos kommen. Kleiner Tipp, sage ich nur WWE. Aber ein älteres Spiel davon. Also, das war ein kleiner Tipp, was als nächstes vielleicht kommen wird. Oder auch noch, oder auch danach erst. Vielleicht kommt noch ein anderes davor. Mal sehen, was mir so einfällt. Auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das Let's Play mache, dann schreibt's hier unter. Alles kann ich natürlich nicht Let's Playen, was ich hier zeige. Es ist einfach nur ein kleiner Einblick. Vielleicht nacheinander irgendwann mal, wenn die Zeit da ist. Fußball Manager Lightning bleibt natürlich Hauptprojekt. Und was ich noch sagen wollte, wenn ich, was mir hier noch im Herzen liegt, schaut rein in unseren Let's Play Meets Talk unserer Fußballrunde mit dem Baumader, mit dem Barney und mit mir. Links in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Hansa-Fan.